Hallo, liebe Imkerkollegen. Ja, die Oxalsäurebehandlung steht jetzt auch bei mir an, denn das ist das richtige Wetter. Wir hatten niedrige Temperaturen, da habe ich das verpennt. Dann war die ganze Zeit lang höhere Temperaturen, wieder bei 10 Grad. Und heute ist mal ein Tag, wo es niedrige Temperaturen sind. Und deswegen bin ich ganz früh aufgestanden und behandle die Bienen. Ich habe Oxalsäure Atus Vet, habe ich mir bestellt, aus dem Serumwerk Bernburg. Und damit behandle ich. Ich mische mir nichts an. Alleine irgendwie ungenau. Das kommt mir doch, da lege ich schon viel Wert drauf, dass die Bienen eine Oxalsäure bekommen, die tierärztlich bzw. die zugelassen ist. Und da man das auch nachweisen muss, soweit ich weiß, mit was das behandelt worden ist, mache ich das mit der. Da kostet so ein halber Liter kostet 16 Euro. Und das ist nicht die Welt. So, was mache ich jetzt? Behandeln. Ich gebe hier 40, ich habe deutsch Normalmaß 1,5 in der Segeberger Beute. Kindersicherung. Naja, auch große Kinder. Kriegen das nicht auf. So. Ich habe eine Spritze, die war dabei, 60 Milliliter. Und diesen Aufsatz habe ich mir mal gekauft vor Jahren. Der ist hier nicht dabei gewesen. Es gibt manchmal so eine Gummispritzen, praktisch die verjüngt sind. Und die taugen nichts. Darum habe ich mir so eine bestellt. So. Dann geht's los. Ich ziehe mir 40 Milliliter auf für ein Volk. Und das sollte ausreichen. 50 ist mir zu viel. 30 ist zu wenig. Dann will ich mal reinschauen, wie das aussieht. Jetzt bei den Völkern. Das habe ich nämlich lange nicht mehr. Wollen wir sehen. Ich stelle das mal anders auf. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die Bienen sitzen. Ich habe da gar keine Bodenschieber drunter. So, da wollen wir mal sehen, wo die Bienen jetzt sitzen. Aha, die kann man gut sehen. Ich habe mir sonst noch eine Taschenlampe mitgenommen. Da sitzen eins, zwei, drei, vier, fünf, das ist mit den warmen Gassen. Das ist ein starkes Volk. Da muss ich noch mehr aufziehen. Das ist das von der neuen Königin, die ich mir bestellt habe. Vom Züchter meines Vertrauens. Und hier sitzen sogar noch welche. Das war so stark, das hatte 8 volle Brutwaben zum Herbst noch. Deutsch normal 1,5.
So, den habe ich 50 gegeben jetzt. Ich weiß, Dirk Unger. Das sollte also jedem Imker ein Begriff sein, Dirk. Der hat zweizagigen Völkern grundsätzlich 50 Milliliter gegeben. Und einzagig, weiß ich jetzt nicht, 40 oder 30. Ich glaube 40. Da müsst ihr euch die Videos mal ansehen. Oxalsäurebehandlung bei Dirk Unger. So, ein Volk, dann nehme ich euch noch mal mit. Fest in der Traube sitzen sie nicht. Eins. Möglich nichts auf die Oberträger, so wie ich das hier gemacht habe. Da wirkt das nicht. In die Wabengassen rein. Ich habe das eingewickelt in Zeitungspapier. Das sollte sich dann auf Temperatur halten. Das habe ich mal gesehen in einem Video von Bienenwohl. In dem YouTube-Video von Bienenwohl. Mein Vater hat das in Salzburg bestellt. Die Oxalsäure Bienenwohl. Und da hätte ich noch eine Flasche abhaben können. Hier ist weniger los. Ja, Bienenwohl kann man ja auch schon so in Deutschland freikaufen und braucht man nicht in Salzburg mehr bestellen. Früher war das so, da hat man das nur so beziehen können. Ja, ich habe dieses, wie gesagt, bei Amazon bestellt. Kam 32 Euro, glaube ich. Ach, das habe ich auch gesehen bei Bernd übrigens, der hat sich das auch bestellt, über den Verein allerdings. Ich weiß nicht, ob das günstiger war, 3 Euro glaube ich. Manchmal gibt es ja Vergünstigungen von Ländern, das gibt es hier bei uns nicht in Schleswig-Holstein. Wir kriegen keine Zuschüsse, da ist das Land dann geizig. Da sind die Ausgaben im Moment dann höher für den Schutz gegen die Wölfe. Denn das ist hier ja wieder bei uns, müssen viele Wolfschutzzäune gekauft werden für Millionen, weil hier in der Umgebung immer schon auch wieder 30 Schafe gerissen worden sind, auf verschiedenen Ortschaften. Und dann wird der Wolfschutzzaun, der ist höher, der wird den Schafzüchtern gestellt.
so dass sie das einzäunen können. Ja, hier ist ein ganz aggressiver Wolf bei uns jetzt. Mal so nebenbei. Da haben sie schon einen Kindergarten, einen Waldkindergarten. Da sind die Kinder ganztags draußen dann im Waldkindergarten. Und das ist wegen dem aggressiven Wolf, haben die sich gesagt, das ist zu gefährlich. Und solange der noch frei hier rumläuft, schließen wir den. Und jetzt sind ja auch in 3 Tagen sind Weihnachtsferien. Und danach soll entschieden werden, wie es dann weitergeht. Ob der Wolf noch hier ist. So, jetzt sind wir schon beim 4. Volk. So weit wollte ich gar nicht mit euch gucken. Diese nächsten Völker. Ja, hier steht noch eins, das nehme ich, dann nehme ich euch auch noch schnell mit. Wo wir gerade über die Wölfe am Reden sind. Ja, und da sollen im nächsten Jahr noch mal ein paar Millionen ausgegeben werden. Die einen sagen, schön, dass der Wolf da ist. Aber die Landwirte, die sagen schon wieder, hier werden so viel Schafe gerissen. Das kann man auf der Karte auch sehen. Über diese Wolfskarte sieht man das. Da gibt es extra so einen Monitor, praktisch, wo man raufgucken kann, wo welcher Wolf wo was gerissen hat. Die haben ja bestimmte Bezeichnungen, die Wölfe. GM304 oder sowas nennen sich die. Oder so ähnlich. Jeder hat eine Bezeichnung. Also so können die auch. So wissen die auch, woher die Wölfe kommen. Aus Dänemark sind die manchmal gesichtet worden. Oder manchmal kommen die aus einem Rudel von weiß ich wo. Ja, das ist natürlich ärgerlich, das sagten die Schafzüchter auch, wenn sie dann morgens losfahren zur Weide und Schafe liegen da, tot, die Kehle durchgebissen, manche leben dann noch, die müssen dann eingeschläfert werden vom Veterinär oder vom Tierarzt vielmehr. So, das war das letzte Volk. Und zu den anderen kann ich die Kamera nicht, ich muss umbauen sonst. Und das wollte ich nicht erst. Naja, und die Bauern waren schon am Demonstrieren hier. Sind zum Kreisgebäude gefahren und ja, vor allen Dingen sind das die Wölfe, die jagen die Schafe, fressen nicht mal eins davon auf, treiben die nur, beißen die Kehle durch und lassen die einfach liegen. Ich würde das ja noch verstehen, wenn sich ein Wolf ein Schaf greift und dann auffrisst. Aber so, das war das mit der Behandlung. Es fängt an zu regnen. Ich muss jetzt schnell zu den anderen Völkern. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal dann.